Hey Leute, was geht? Ich bin aktuell in Südafrika, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, seit 4 Wochen auf der Hakuna Mipaka Oasis von Dean Schneider. Und diesen treffen wir heute und können ihm endlich die Fragen stellen, die ihr unbedingt wissen wolltet. Ich habe euch gefragt, was euch bewegt, und Dean gibt uns heute die Antworten drauf. Seid gespannt! Hey Dean, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich bin jetzt seit 4 Wochen bei dir zu Hause, Teil deines Lebens, Teil deiner Mission, und habe sehr viel gelernt, auch bei sehr vielen Dingen meine Einstellung zu gewissen Themen verändert oder auch eine andere Perspektive drauf bekommen. Mhm. Und ja, einfach danke dafür. Und er hat jetzt gerade Kacke gegessen, ne? Egal, machen wir weiter, das ist ja normal. Hey, Rocky, leave it! Dafür einfach danke. Es war eine richtig geile Zeit und ich bin schon echt traurig, wieder nach Hause fliegen zu müssen. Ja, also freut mich, das zu hören. Erstens mal auch danke von meiner Seite und vom ganzen Team. Kai ist hier wegen dem Livestream. Dank ihm haben wir das ganze Livestream-Projekt umgesetzt oder umsetzen können mit seiner Mithilfe. Und das war sicher ganz ein erfolgreiches Projekt und hoffentlich auch ein längerfristiges Projekt. Ich hoffe auch. Freut mich natürlich riesig zu hören, dass du einiges lernen konntest. Rocky ist jetzt dann gleich wieder ein bisschen scheiße. und freue mich auch auf diese Q&A-Fragen. Lass doch mal schauen, was die Leute so gefragt haben. Da freue ich mich auch drauf. Ich habe nämlich gestern eine Umfrage gestartet auf Instagram und euch gefragt, was ihr gerne wissen möchtet. Und ich kann dir gleich vorab sagen, eine der meistgestelltesten Fragen war: Spricht Dean Deutsch? Kommt Dean aus Deutschland? Was ist deine Antwort darauf? Ja, also das Ding ist, ich habe vor 6 Jahren, als ich mit dem Ganzen angefangen habe, weil ich natürlich ausgewandert bin nach Südafrika und hier alles auf Englisch ist und ich dann das Potenzial von den sozialen Medien erkannt habe, um den Tieren eine Stimme zu geben und über die Tierwelt zu inspirieren und faszinieren, habe ich gedacht, okay, ich erreiche viel mehr Leute, indem ich das auf Englisch mache. Bis und mit heute habe ich immer noch cringe Situationen, wo ich nicht genau weiß, wie mich auszudrücken. Ich muss aber sagen, mir fällt es mittlerweile schwieriger, das auf Deutsch zu machen. Mhm. Weil ich habe all die Fragen, die Leute mir stellen, die habe ich 1000-fach in Englisch beantwortet, habe mir da auch so ein bisschen Wortschatz um das herum aufgebaut. Und aus diesem Grund mache ich eigentlich einfach alles auf Englisch. Wenn ich das dann auf Deutsch machen muss, dann kann ich das. Aber ihr werdet es jetzt auch sehen. Wahrscheinlich werde ich ab und zu mal einen Versprecher haben oder was sagen, das vom Schweizerischen abgeleitet ist, wie du mich immer gerne so ein bisschen korrigierst dann. Ja, absolut. Was vielleicht für Deutsche witzig klingt, aber ihr versteht mich ja dann wahrscheinlich oder hoffentlich. Es wird dann schon klappen. Aber ja, Deutsch ist kein Problem. Wir hatten ja auch schon die Situation jetzt letztens, dass wir einen Trailer für einen Livestream gemacht haben und dort auch in Englisch was falsch geschrieben hatten, wo du dann öfters darauf hingewiesen wurdest. Also selbst auf Englisch ist es ja nicht immer ganz safe, aber du hast halt deine Phrases, du weißt deine Antworten zu gewissen Fragen, die hast du einfach halt schon drin. Und das ist für uns natürlich ein Riesenvorteil, weil jetzt wird's richtig ehrlich. Ja. Und ich habe auch öfters direkte Fragen an dich bekommen, einfach zu deinem Content. Mhm. Und was ganz oft gefragt wurde: Wann kommen denn endlich wieder Videos von dir online? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, diese Fragen, die kommen halt immer von verschiedenen Plattformen oftmals. Mhm. Zum Teil bin ich aktiver auf YouTube, zum Teil bin ich aktiver auf Instagram, dann gibt es mal wieder eine TikTok-Zeit. Du hast es ja jetzt selbst ein bisschen miterlebt, hinter die Kulissen geschaut. Wir sind ganz ein kleines Team. Wir haben 2 Leute, die für den ganzen Content und die ganzen sozialen Medien zuständig sind. Und es reicht uns einfach nicht die Zeit, um alle Plattformen stetig zu bewirtschaften. Aus diesem Grund, jetzt kommt wieder Content auf YouTube. Klar, weil wir jetzt natürlich gesagt haben, wir wollen das ganze Livestream-Ding hochziehen, wollen ein bisschen den Algorithmus füttern, und darum kommen jetzt mehr Reels, auch Long-Format-Videos auf YouTube. Heißt aber nicht, dass wir aufhören, auf Instagram zu posten. Also ich glaube so, momentan, wie der Plan aussieht, da wird sicher in den nächsten Monaten ein bisschen was kommen. Aber man muss auch ein bisschen Verständnis zeigen, wenn mal halt auf einer Plattform nicht so viel kommt, dann sicherstellen, dass man bei den anderen Plattformen auch subscribed ist.
subscribed, wie sagt man das? Abonniert. Abonniert ist, genau. Und ja, das ist so die Antwort. Mal weniger, mal mehr. Wir geben unser Bestes. Ich glaube, die Leute fragen vor allem in Bezug auf die langen YouTube-Videos, weil ich glaube, das ist ja so, dass das für die Fans das Interessanteste oder das, wo man am meisten davon hat, am meisten davon zehren kann. Und ich habe es aber jetzt mitbekommen, die letzten Wochen, es wird ja wirklich rund um die Uhr gearbeitet, entweder für die Tiere oder für den Content. Im Optimalfall kann man es kombinieren. Und ja, ich kriege ja auch mit, welche Videos anstehen oder wie es weitergeht. Und ja, es ist krass, weil man immer denkt so, warum macht er denn nicht? Warum kommt denn nicht jetzt ein neues YouTube-Video? Wir würden es uns so wünschen, wir würden gern was sehen. Und dann siehst du, was da für eine Maschinerie im kleinen Sinne dahinter steht, die ganze Zeit arbeitet und denkt. Es ist ja auch extrem viel Brainstorming und sowas. Ja. Also ich kann es nur von meiner Sicht sagen, es ist krass, was hier geleistet wird an Content-Arbeit. Und ja, ich habe da vollstes Verständnis dafür, aber ich glaube, da muss man irgendwie ein bisschen dahinter blicken können. Ja, ich glaube, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wie du das vorher erwähnt hast, man vergisst, dass neben dem Content gibt es noch ganz viel anderes. Also von der gesamten Mission ist ja der Content eigentlich nur ein kleiner Teil davon. Yeah. Es gibt die Tiere, die hier in unserer Obhut sind, die Rescues, es gibt das ganze Farmmanagement vom Wildlife hier, von den generell wilden Tieren. Es gibt verschiedene Kollaborationen, die man versucht anzugehen, um Einnahmequellen zu generieren. Es gibt, also es ist ein komplettes Universum von so vielen verschiedenen Themengebieten. Und am Anfang, die ersten paar Jahre, also sagen wir so die ersten 2 Jahre, war es echt Content, Content, Content. Mhm. Da war ein Budget da, ich konnte die Hakunomi Park Oasis aufbauen und konnte mich nur auf Content fokussieren. Und das kann ich natürlich jetzt nicht mehr. Und dazu mal war es easy, jeden Tag 20 Stories zu machen, jeden Tag einen Post rauszuhauen, weil wir rund um die Uhr uns um Content kümmern konnten. Heute ist das natürlich nicht mehr so, mit ganz vielen verschiedenen Verantwortungsbereichen. Und das ist sicher auch Teil davon, wieso wir zum Teil mal ein bisschen mehr Content haben und zum Teil mal ein bisschen weniger. Dazu kommt, also was mir jetzt halt krass aufgefallen ist, was du mir auch schon vor Monaten gesagt hast, aber was man hier jetzt natürlich spürt, ist, kein Tag verläuft so, wie man es plant. Ja. Weil es ist egal, was ist, mal ist ein Tier krank, es verletzt sich ein Tier, was weiß ich, oder irgendwo funktioniert irgendwas Technisches nicht oder so. Es ist immer irgendwas oder der Strom ist mal kurz weg. Ja. Es ist hier nichts planbar eigentlich. Es ist komplett, es ist halt Wildnis, die du auch in der Hakuna Mipaka spürst. Also, ja. dass irgendwie nichts berechenbar ist und man nicht wirklich planen kann. Darum auch oftmals schwer nachvollziehbar für Menschen, die in einem gewohnten städtlichen oder auch ländlichen Umfeld, aber jetzt nicht gerade in der Wildnis leben. Mhm. Es ist mega schwer nachvollziehbar, darum verstehe ich auch die Fragen oder zum Teil die Bedürfnisse, ja, wieso kommt da nicht mehr und so, aber wie du gerade gesagt hast, so schön, also hier draußen ist echt jeder Tag anders, immer wieder neue Challenges, du hast selbst jetzt miterlebt die letzten 4 Wochen, da waren einige Dinge, die nicht nach Plan gelaufen sind, aber ja, immer wieder von Neuem starten. Jeder Tag ist ein neuer Tag und wir geben Gas. Ja, und das ist aber auch das Schöne, die Energie merkt man, also dass wirklich jeden Tag passiert irgendwas. Und auch wenn man am Tag davor über was ganz anderes gesprochen hat, was am nächsten Tag passiert, irgendwie der Grundplan wird eingehalten, aber es kommen immer neue Dinge dazu, immer neue Sachen passieren. Ja, gut, dann würde ich mal gucken. Du kannst gerne auch ein bisschen mitgucken, wenn dich irgendwas interessiert oder so. Also was ganz oft natürlich kommt, ich weiß nicht, ob wir da direkt schon drauf eingehen sollen. Ja, können wir. Gut. Also, du entscheidest. Ich entscheide. Also was euch am meisten interessiert hat und was ich auch verstehe, die Frage wurde teilweise kritisch gestellt, teilweise aber auch komplett verständnisvoll, aber trotzdem ist der Drang von vielen da, es zu erfahren, wo sind die Tiere her? Ja, also das ist eine Frage, die wurde natürlich mega oft gestellt in Vergangenheit und in der Zukunft, in der Gegenwart und wahrscheinlich auch in der Zukunft. Ich habe diese Frage schon hunderte Male beantwortet in ganz vielen Interviews. Verständlich, wenn man mich nicht näher verfolgt oder sich nicht intensiver mit mir beschäftigt, dass vielleicht diese Antwort nicht gerade direkt aufzugreifen ist irgendwo, aber wenn man mal ein bisschen Content anschaut, wird man sehr schnell finden, woher die Tiere sind. Aber ich kratze jetzt mal ein bisschen an der Oberfläche, weil wir haben auch noch ein Video, welches jetzt dann gleich rauskommt, welches das
Ganze im Detail erklärt. Die Tiere, die kommen alle aus verschiedenen Gefangenschaftssituationen. Gut, es kommt drauf an, welche Tiere. Mhm. Wir laufen jetzt hier gerade auf der Hakunomi Parkoase und das ist einfach wild. Das ist ein Grundstück von 4 Millionen Quadratmetern, das sind 400 Hektare und da haben wir ganz viele wilde Tiere wie Wildebeests, wir haben Giraffen, wir haben Zebras, wir haben verschiedene Reptilien, 200 verschiedene Vogelarten, Antilopen, Leoparden, gestreifte Hyänen, alles Mögliche, keine Löwen, wilden Löwen hier, keine Tiere, die uns jetzt so direkt gefährlich sein könnten. Was man auch sagen muss, in der Wildnis sind die Tiere menschenscheu, also sie versuchen menschlichen Kontakt zu meiden. Und das sind die einen Tiere, die sind unzählbar, da kann ich nicht sagen, wie viel. Wir können sagen, wir haben 5 Zebraherden und so, aber die kann man jetzt nicht direkt zählen. Dann gibt es die anderen Tiere. Das sind die, die in unserer Obhut sind. Das sind die Löwen, das ist Chucky die Hyäne, die Affen. Und die kommen alle aus verschiedenen Gefangenschaftsumständen. Das heißt, die kommen von Rescue Stations, die zumachen mussten aus finanziellen Gründen. Die kommen von Canned Hunting Farms, vor allem bei den Löwen. Das sind Farmen, die Löwen züchten, um sie dann wieder zum Schuss freizugeben. Da haben sich vor Jahren die Gesetze geändert und da mussten ganz viele von denen zumachen. Die meisten Löwen wurden eingeschläfert. Wir sprechen hier von Hunderten, wenn nicht Tausenden Löwen. Zum Beispiel Snow kommt von so einer Farm. Und dann gibt es Privathaltung, wie zum Beispiel die Affen. Es gibt viele Leute, die halten einfach Affen als Pets, wie sagt man, Haustiere, genau, und denken, ah, war voll süß, Affe, zum Beispiel JJ und Momo, die wurden viel zu früh von ihrer Mutter entfernt, hatten ein enorm schlechtes Immunsystem und die wollten die Affen dann wieder loswerden, weil die mussten alle Wochen zum Tierarzt rennen, der hatte diese Ausschläge, der hatte körperliche Probleme, sie wussten nicht, ob er überleben würde. Da haben sie gesagt, ah, das ist viel zu teuer, viel zu aufwendig, wir wollten eigentlich einfach einen süßen Affen haben, wir müssen den wieder loswerden. Und dann fragt man halt herum, wo gibt es eine Auffangstation, wo gibt es Leute, die den Affen nehmen können und wir waren dann da zu dieser Zeit. Und so hat jedes Tier seine eigene Story sozusagen, wie sie schlussendlich bei der Hakunomi Parkoase angekommen sind. Und die Hakunomi Parkoase ist eigentlich so die letzte Station für sie. Hier haben sie ein lebenslanges Zuhause, so wild wie möglich, nach Möglichkeit. Wir reden sicher noch über das Live Wild nachher bei den Löwen oder den Monkey Dome bei den Affen. Und ja, das ist so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Man kann natürlich noch viel detaillierter in jede einzelne Story eingehen, aber wichtig zu wissen ist, all diese Tiere, die kommen aus irgendwelchen Gefangenschaftssituationen, wo es ihnen nicht gut gegangen ist und wo sie ein neues Zuhause brauchten. Danke auf jeden Fall, dass du die Frage beantwortet hast, weil du kannst dir vorstellen, seit ich hier bin, ist es die meistgestellteste Frage, die ich immer wieder bekomme. Und ich weiß, dass man die Antworten auch bekommt, wenn man recherchiert oder deinen Content verfolgt. Ich verstehe aber auch die Seite, wo es sagt, hey, ich gucke mir die Videos vielleicht gern an oder sehe die ab und zu, bin aber nicht so tief drin, dass ich das jetzt weiß oder dass ich das von allen Tieren weiß. Und ich kann von meiner Seite sagen, ich habe jedes Tier kennengelernt. Ich kenne, glaube ich, zu jedem einzelnen Tier, auch zu den Hunden, ungefähr die Geschichten. Und ich kann mittlerweile mit absoluter Überzeugung sagen, dass die Tiere hier auf jeden Fall die beste Option ihres Lebens haben, in dem, was sie sonst haben hätten können. Und wie wir uns kennengelernt haben, die Frage kam nämlich auch oft, war ja tatsächlich so, dass du mir geschrieben hattest, weil du meine Musik ganz cool fandest, wo ich mich natürlich sehr, sehr gefreut und geehrt gefühlt habe. Aber also hattest. Hatte, immer noch. Ja, immer noch natürlich. Und ich hatte dir dann aber auch, glaube ich, ziemlich schnell gesagt, dass ich dich cool finde. Und wir haben ja sofort gewiped, also waren so freundschaftlich auf einer guten Ebene. Aber ich habe dir auch gesagt, dass ich manche Sachen kritisch sehe. Mhm. Oder dass ich manche Sachen nicht ganz verstehe. Und ich kann nur von meiner Seite sagen, das waren 10 Minuten, wo die meisten Bedenken weg waren. Und in der Zeit, seit ich hier bin, brauchen wir nicht drüber reden. Das, was hier passiert, ist auf jeden Fall im Sinne der Tiere. Und das sage ich mit absoluter Überzeugung. Und ja, deswegen danke, dass du die Frage in meinem Video nochmal beantwortest, auch wenn du es jetzt in einem anderen Video nochmal beantwortest. Hattest du gesagt, es kommt dazu ein Video? Auch im Livestream noch. Im Livestream? Ja, das haben wir schon draußen.
Also die, ich glaube, die Members, das war der erste Livestream, den wir zusammen gemacht haben vor 2 Wochen. Da war doch die Frage auch da, wo noch. Wir das Reel rausgeschnitten genau. haben. Genau, ja. Und da habe ich ja gesagt, da, Löwen auswildern war eine Frage. Mhm. Und die andere war, woher kommen die Tiere, glaube ich. Und da habe ich auch nochmals erklärt, woher sie kommen und so. Ich glaube, generell ist einfach wichtig, auch für die Community oder die Leute da draußen, als ich angefangen habe in diesem ganzen Bereich, Tierschutzbereich, der riesig ist, der ganz viele verschiedene Gebiete und Themengebiete hat, klar, zu dieser Zeit, wenn du einen kleinen Löwen hast und oftmals hat der so einen Cycle, also die Löwen werden von irgendwelchen Züchtern geholt, dann werden die für Bilder benutzt und für Kindergeburtstage und so, irgendwann geht man mit den Löwen laufen und irgendwann werden die zum Schuss freigegeben und das ist so die Lebenszeit von so einem Löwen, der in so einem Canned Hunting Cycle da ist und da, wenn man dann an eine Sanctuary gerät, die in dem involviert ist, dann ist die Frage ganz, ganz wichtig und gut platziert, ja, aber halt, woher kommt dieser Rescue, wohin geht der, also ist das einfach so ein Cycle, in dem ich jetzt gelandet bin und die decken sich mit einem Decknamen Sanctuary oder ist das wirklich eine Sanctuary, wo es dem Tier gut geht? Und ich habe das total verstanden, als in der Anfangssituation, als die Löwen groß geworden sind, die Frage des Öfters immer wieder gekommen sind. Aber wo ich dann weniger Verständnis habe, ist jetzt heute, wo die Löwen alle erwachsen sind, wo man weiß, da ist ein Live Wild, wo man schon lange weiß, dass Dean Schneider closed to the public ist, also das ist eine private Auffangstation, wir haben keine Volontäre, wir haben keine Gäste, wir haben keine Touristen, wir haben gar nichts. Dass da jetzt noch die Herkunft des Tieres so eine Rolle spielt, verstehe ich nicht. Also das spielt dann in so einem Moment keine Rolle mehr. Wenn ich natürlich mit den Tieren jetzt das Geld verdienen würde und immer wieder neue Tiere kommen und immer wieder neue Babys da sind, ja, züchte ich. Ja, woher holt er dann die Tiere? Woher kommen dann die Tiere? Dann ist das eine absolut plausible Frage und da verstehe ich auch jeden. Aber ich glaube halt Leute, die am Rande am Tierschutz interessiert sind und mal eben sagt, okay, wichtig zu wissen ist immer, woher kommen die Tiere, die wenden das dann vielleicht einfach überall an, auch da, wo es eigentlich gar nicht, und dann kann das natürlich sein, dass bei mir irgendwann nach 6 Jahren oder so, sage ich so, oh, also echt jetzt höre ich einfach mal auf, mich immer wieder zu erklären, woher diese Tiere kommen, es ist doch glasklar, woher sie kommen, ich habe es schon 1000-fach beantwortet, das absolut. Ist so ein bisschen diese, ich sage jetzt mal Diskrepanz, wenn man das so sagen kann, oder halt einfach zwischen, macht es Sinn, diese Frage zu stellen oder nicht? Habe ich sie schon beantwortet oder nicht? Aber jetzt wissen es ja die Leute, zumindest die, die dieses Video schauen. Und, absolut. Also ja. ich denke, ich verstehe dich vollkommen. Da haben wir auch schon jetzt wirklich, es war eins der Hauptthemen in den letzten Wochen. Und trotzdem sage ich auch immer, ich verstehe die Perspektive, die die Frage stellt. Ja. Ich verstehe deine Sicht sehr gut, weil ich kenne es ja auch, wenn einem Fragen gestellt werden, die man irgendwie, bei mir war es zum Beispiel, ist er überhaupt vegan, wenn er so über Tierschutz redet, ist er über, und dann denkst du dir irgendwann, ja, die Antwort wird euch befriedigen, es ist ja bei mir, aber es nervt mich trotzdem irgendwann. Und deswegen verstehe ich das sehr, sehr gut, aber ich glaube, dass es trotzdem auch der Grundgedanke, sich zu behalten, dass man Sachen hinterfragt, den finde ich auf jeden Fall gut. Die Sache ist natürlich, wenn ihr etwas hinterfragt bei gewissen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dann ist manchmal die Antwort viel näher, als man denkt. Und die Antwort kann ein Google-Request oder eine Recherche auf Instagram oder YouTube sein. Und ja, bei dir ist es ja klar, aber ich will jetzt auch nicht, dass es so wirkt, als würde ich dich nur pushen wollen hier. Also positiv dir, du weißt schon. Ja. Genau, deswegen würde ich sagen, machen wir weiter und dazu die anschließende Frage. Ich hoffe, man hört auf dem Mikrofon gerade nicht ganz so arg die Hunde. Ja, ich weiß nicht, hört man es nicht? Okay. Okay. Die anschließende Frage daran, was auch ein paar Mal kam. Ich kenne die Antwort, ich weiß, wie die Antwort ist. Ich weiß, sie ist ein bisschen komplizierter, als man sich es vorstellt. Die Frage ist, warum werden die Tiere nicht ausgewildert oder werden die Tiere irgendwann ausgewildert? Ja, auch da ähnliche Ausgangslage, aber gerne, für das machen wir das Video, dass vor allem auch die Picasso-Community das verstehen kann oder die noch nicht an die Antwort gekommen sind. Es gibt Tiere, die kann man wieder auswildern und es gibt Tiere, die kann man unter keinen Umständen wieder auswildern. Ich mache ein Beispiel, die Affen. Also ich weiß, die Frage ist meistens auf die Löwen bezogen. Ja. Ich fange jetzt extra mit den Affen an, weil das nochmals einen anderen Hintergrund hat. Ja. Die Affen, die sind ja
Kapuzineraffen, die kommen eigentlich aus dem Amazonas. Der Exotic Pet Trade in Südafrika oder generell Afrika, aber Südafrika ist enorm. Also was da eins gezüchtet wird und Exoten herumlaufen, die eigentlich in dieser Natur gar nie überleben könnten, aus verschiedensten Gründen, weil sie einfach nicht gemacht sind, um in südafrikanischem Klima zu leben, ist riesig. Und JJ, Momo, Lupita und Aisha sind solche Affen. Mhm. Jetzt habe ich die Option zu sagen, okay, ich suche mir irgendwo in Brasilien oder im Rainforest eine Sanctuary raus, hoffe, dass die annehmen und verschiffe die oder fliege die raus in so eine Sanctuary, wo ich aber auch keine Sicherheit habe, wie gut geht es denen wirklich. Und das ist einfach für mich keine Option. Also versuche ich denen, auch der Stress, dem ich dieses Tier aussetzen würde, ist so enorm, das ist einfach für mich keine Option. Und aus diesem Grund versuche ich für sie hier ein Leben so wild und natürlich wie möglich zu machen, bis an ihr Lebensende. Das ist der Grund zum Beispiel bei den Affen, wieso die nicht ausgewildert werden können, weil das nicht ihre Natur ist, ja, weil das nicht ihr Klima ist. Sobald der Winter einbricht, macht das Bumm und die würden erfrieren, mhm, weil auch hier kommst du bis auf 0 Grad runter und sie sind einfach nicht gemacht für das. Bei den Löwen ist es zum Beispiel eine ganz andere Sache. Und zwar Löwen, die in Gefangenschaft geboren sind, die haben die natürliche Angst vor Menschen verloren. Was bedeutet das, wenn du irgendwo in der Masai Mara bist oder in der Wildnis, wo es wirklich wilde Löwen gibt? Wenn du auf einen Löwenrudel zurennst oder auf einen einzelnen Löwen zurennst, was macht der? Der rennt weg zuerst von dir, weil der denkt, oh, was ist das? Menschliche Aktivität ist ein No-Go für die Tiere, weil das meistens den Tod für die Tiere bedeutet oder halt irgendwie einen Stress für die Tiere bedeutet. Bei einem Tier, das in Gefangenschaft geboren ist, und die sind ja nicht bei mir geboren, sondern die sind schon in Gefangenschaft geboren und sind als klein oder junge Tiere zu mir gekommen. Bei denen ist das anders. Die wissen von Anfang an, was ein Mensch ist, dass sie keine Angst vor Menschen haben müssen und assoziieren menschliche Aktivität sogar mit Futterbeschaffung, weil sie ja vom Menschen gefüttert werden. Egal, ob sie irgendwann dann wieder selbst jagen können und ihr Futter selbst organisieren, es wird immer einfacher sein, da wo die menschliche Aktivität ist, eine Kuh zu reißen oder da irgendwie einen Menschen zu töten oder so, anstelle in der Wildnis komplett wild jagen zu gehen. Und das ist eigentlich der Grund. Es ist nicht, dass ich nicht möchte. Wenn ich die Erlaubnis hätte, morgen das ganze Hakuna Matata-Rudel in der Masai Mara freizulassen, ich würde das sofort machen. Das Erste, ich was weiß. Ich machen würde. Aber das geht nicht, weil das Government, die Regierung, der Staat, die würden das gar nie erlauben. Also ich habe ja schon Probleme hinzukriegen, dass die Löwen auf meinem eigenen Grundstück, wo es ganz viele wilde Tiere hat, selbst jagen dürfen. Das ist ja schon ein Riesending. Wir sind jetzt dran mit ihnen. Wir haben schon so eine Middle Area, also ein Mittelgebiet, wo man das kann, aber nicht eigentlich promoten darf oder soll und so. Und wir mussten auch aus dem Löwwald alle möglichen Großtiere raustreiben, so gut es geht. Die halt drin geblieben sind oder die Kleintiere, die sind halt da und die dürfen auch gejagt werden. Die werden auch gejagt, das ist gerade heute passiert, hast du ja mitbekommen. Eigentlich wollten wir diesen Walk im Live Wild machen. Möchtest du kurz erklären, was das Live Wild ist, für die Leute, die dich vielleicht nicht ganz so gut kennen? Ja, die Live Wild Area sind 68 Hektar, das sind 680.000 Quadratmeter, die ich Löwen Proof, also abgenommen, damit Löwen da reingehen können, umzäunt habe, so dass ich die Löwen da drin freilassen kann. Dieses Gebiet kann man noch um ein Dreifaches erweitern, wenn das Geld hier ist und wenn die Donations stimmen, was momentan nicht so der Fall ist. Aber wir werden das erweitern, sobald wir irgendwann die Möglichkeit haben. Und jetzt ist so, Dexter und Snow, die zwei Männchen, die sind schon da oben und die leben da schon im Live Wild. Wir haben da auch ein Management Camp, wenn zum Beispiel ein Feuer ist, was ja auch erst gerade war. Du hast es ja selbst auch gesehen, also 80% ist niedergebrannt. Wir konnten die ins Management Camp tun und sie da vor dem Feuer schützen. Oder sonstige Sachen gemacht werden müssen, haben sie nochmals ein Camp, das 40.000 Quadratmeter groß ist, wo man sie jetzt einen Tag, zwei, drei drin lassen könnte, falls man etwas im Live Wild regeln muss, menschengemachtes regeln muss. Sonst ist das eigentlich pure Natur. Und da sind jetzt die Löwen, die haben Straußen hinterher gejagt und darum konnten sie nicht ins Management Camp reinlocken, die Arbeiter. Und aus diesem Grund können wir jetzt nicht im Live Wild rumlaufen gehen, weil das würde nicht gehen, weil
Dexter und Snow Kai essen werden oder angreifen werden. Aber ja, zurück zum eigentlichen Thema. Das ist der Grund, wieso sie nicht ausgewildert werden können. Das nächste, was die machen würden, die würden irgendwo in einem Dorf landen, im nächsten Dorf. Die würden da entweder Kühe von irgendwelchen Bauern essen oder jagen gehen oder wären eine Gefahr für die Kinder, die zur Schule gehen und so. Was passiert? Sie würden sie erschießen. Fertig. Und aus diesem Grund gibt es gar keine Möglichkeit, egal wie fest ich wollte, dass man die irgendwo in die Wildnis freilassen könnte. Ja. Danke. Sorry, ich rede zu viel. Nee, es ist perfekt, weil ich hatte am Anfang ähnliche Fragen. Wir haben das alles schon an den ersten Tagen, wo wir uns kennengelernt haben, besprochen, weil ich halt ähnliche Fragen hatte. Vielleicht teilweise nicht ganz so naive Fragen, aber trotzdem sehr interessiert an dem, für was du machst und was du stehst. Und mittlerweile weiß ich, wenn man dir sagen würde, du kannst diese Tiere freilassen, egal um wen es jetzt geht, du wärst der Erste, der zum Zaun rennt und die Tür aufmacht. Wir haben ja jetzt gerade ein Beispiel. Wir haben heute Mittag darüber gesprochen. Wir haben heute darüber gesprochen, ja. Also durch den einen Tierarzt, der wir haben, sollen wir das schnell anschneiden? Klar. Der eine Tierarzt, der eigentlich von Anfang an mit uns zusammenarbeitet, der ist kontaktiert worden, weil die herausgefunden haben, dass der für mich auch arbeitet und hier seine tierärztlichen Dienste leistet. Das ist eine Cheetah. Ich weiß es nicht genau, ich werde ein Meeting mit denen haben. Cheetah-Auffangstation, die so ein Cheetah-Reintroduction into the Wild-Konzept-Projekt führen. Die haben jetzt das erste Mal nach 3 Jahren erfolgreich 3 Cheetahs in Geparden. Was hast du gesagt? Geparden. Geparden. Cheetahs sind Geparden, sorry. Geparden in die Wildnis ausgewildert und die leben in der Wildnis erfolgreich, die können selbst jagen und. Und allenfalls, wenn das funktionieren würde, Mikrobium Madiba, das wäre das Erste, das wir tun würden. Ich würde das natürlich alles auch verfilmen und dokumentieren und so, dass alle Leute in der Öffentlichkeit das auch sehen können, wie das funktioniert, wieso ist es möglich oder auch nicht möglich. Aber das ist so ein nächstes Projekt für das nächste Jahr oder dieses Jahr. Je nachdem, wenn das Video rauskommt. In ein paar Tagen haben wir Weihnachten und dann schon. Ich denke, wir haben gerade 2024. Ich gehe stark davon aus. Und das wird übrigens auch heißen, dass wahrscheinlich von dir ein Video auf deinem Kanal online ist, wo ich den Titel jetzt mal nicht sage, Nutze Sicherheit. Kannst schon sagen, der ist schon definiert eigentlich. Okay, es kommt ein Video, How to Cuddle Allein. Genau. Und da werden die Fragen, die ich mir jetzt gestellt habe, nochmal detaillierter beantwortet auf Englisch. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich denke, das ist wichtig, gerade für die Community, die am Tierschutz sehr interessiert ist oder selber Tierschutzarbeit macht und vielleicht die Arbeit von die noch ein bisschen kritisch sieht oder so. Und ich, mir liegt's am Herzen und das weiß Dean auch schon seit längerem, dass die Leute ein bisschen, da mehr dahinter blicken können, die auch wirklich tief im Tierschutz drin stecken, die vielleicht Sachen noch ein bisschen skeptisch sehen. Und das ist eigentlich seit Monaten ein bisschen meine Mission und ich weiß, dass es dir im Großen und Ganzen nicht das Wichtigste ist, dass jeder dich versteht, weil du weißt, die, wo wirklich interessiert sind, die versteht's. Du weißt aber auch, dass es mir umso wichtiger ist, dass die Leute da ein bisschen absolut das sehen, was ich auch sehen darf oder was ich sehen kann. Ja, und ich kann es absolut verstehen, weil wir jetzt befreundet sind. Mhm. Ich meine, logisch, wenn du jemanden magst und in dein Herzen schließt und dann die Realität hinter allem siehst und so und dann das Gefühl hast, jemand versteht das total nicht oder ist eher ein Gegner von der Sache, für die du eigentlich komplett dahinter stehst und so, dass du dann das Bedürfnis hast, deiner Community oder deiner Familie, selbst wenn es jetzt deine Schwester oder deine Mutter oder wer auch immer wäre, das ein bisschen klarer machen willst. Ich meine, du hast mir ja das Ganze mit dem Veganismus, mit deiner Mutter erklärt und so, wie das entstanden ist und dass sie nachher das eine weggelassen hat und das andere. Und das ist ein ganz normales Bedürfnis. Und dass du jetzt das Bedürfnis hast, dass ich diese Fragen vielleicht auf Deutsch, weil die Picasso-Community eher oder zu 90% Deutsch ist, nochmals erwähne und beantworte, sehr gerne. Und wenn das noch mehr Tiere in die Herzen der Menschen bringt und meine Arbeit noch mehr verbreitet, umso lieber. Umso besser, ja. Und ich glaube, es ist auch für die dich wirklich kennen, ist es unschwer zu erkennen, dass wir uns vielleicht mal wiedersehen. Allein von der Klamotte binde ich mich ein bisschen an das Thema. Nee, aber ich würde sagen, dass wir damit so ein bisschen den
den jetzt sehr kritischen Teil ein bisschen abschließen und noch auf ein paar Fragen eingehen und klar, vielleicht ein bisschen vielleicht so eine schnelle Fragerunde machen, dass wir so viel wie möglich der Community-Fragen noch beantworten können. Wollen wir so schnelle Antworten machen? Also willst du jetzt mal so irgendwie 10 Fragen oder 5 und ich versuche mich so kurz wie möglich. Weil es gibt natürlich gewisse Thematiken, die beantworte ich nicht gern schnell. Ich weiß. Weil es einfach nicht. Und da gibt es andere Thematiken, da habe ich kein Problem, kann ich in 2 Sätzen sagen, okay, so ist es. Ich glaube, ich habe ein bisschen Gefühl dafür. Wir versuchen es einfach. Ich stelle jetzt einfach ein paar Fragen, wo ich denke, die sind schnell zu beantworten. Wie geht es Logan? Logan geht sehr gut. Ja, also ich meine, du könntest die Frage selbst beantworten. Ja. Du hast jetzt 4 Wochen mit ihm gelebt. Der spielt, der versucht sich natürlich im Rudel immer höher zu stellen. Ich habe das Gefühl, er ist so direkt unter Bongo neben Liam so ein bisschen eingegliedert. Das ist auch wichtig für die Leute zu wissen. Die Hunde, also die 8 Hunde und Logan, der Wolf, die leben eigentlich wild. Mhm. Die haben keine Regeln hier, weder ums Haus herum noch hier draußen. Wir sehen, da hinten ist Rocky, da ist Lucky, da hinten hat es eine Wildebeest-Herde und irgendwo sind wahrscheinlich noch Giraffen umher. Also wir führen da echt ein wildes Leben und das ist auch nochmal so ein bisschen anders, wie man es kennt, wahrscheinlich aus Deutschland, Schweiz oder sonst wo. Absolut. Also diese Stelle, an der ich jetzt bin, ist eine der Stellen, wo ich das erste Mal Giraffen gesehen habe. Genau hier. Das heißt, wir sitzen hier wirklich in einem Gebiet, wo wilde Tiere regelmäßig sie umtreiben. Es kann auch sein, dass irgendwo im Umkreis von 10 Meter eine Black Mamba irgendwo ihr Schläfchen hält, die dich in 20 Minuten oder was sind's töten kann. Ja. Also es ist schon nicht ohne, aber wenn man hier sich ein bisschen einlädt, ein bisschen die Augen offen hält, dann ist es was sehr Schönes. Ich sag dir ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich mich hier hinsetze oder an einen Ort wie da, das Einzige auch heute, als wir uns hier hingesessen, ist hier drin irgendwo eine Schlange. Mhm. Weil das sind so bekannte Stellen für Spitting Cobras und Black Mambas. Und da denke ich immer so, ja nee, jetzt war noch zu heiß. Mhm. Die sind irgendwo noch tief vergraben oder so. Chance ist sehr klein, aber es gucken kann man trotzdem mal. Gucken kann man trotzdem. Also wir haben es jetzt nicht geschafft, die Frage schnell zu beantworten. Finde ich auch nicht schlimm. Ja. War trotzdem gut. Logan ist übrigens ein Wolf. Ein Timberwolf. Ja. Und der lebt aber hier im Hunderudel. Und es ist wirklich cool zu sehen, weil er schon noch den Charakter von einem Wolf hat. Man merkt es auch. Man merkt es, aber trotzdem sich gut integriert in das Rudel und wie die Hunde hier leben. Ja. Ja. Ihr seht es auch das sicherlich in den Videos ab und zu. Es ist schon wirklich traumhaft. So, ich sehe gerade noch eine Frage, die ich jetzt bei dem kritischen Bereich hätte noch stellen sollen. Aber ich würde sagen, wir kürzen es jetzt einfach ab, weil die Frage ist eine Frage, die selbst mich nervt, weil es geht um die körperliche Nähe zu Tieren, beziehungsweise die Hands-on-Methode, wie es viele nennen. Ganz kurz von mir. Ich bin einer der Ersten, der sagt, Wildtiere anfassen, schwierig.